Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 530. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass du uns neu motivieren möchtest, das Werk voranzubringen und dein Evangelium zu verkündigen, unsere Geschwister in den Gemeinden zu motivieren, das zu tun, was getan werden muss. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst die richtigen Schritte zur richtigen Zeit zu tun, dass du uns führst und dass wir in allem merken, wie durch dein Wort wir gestärkt werden zu dem guten Werk, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir beginnen heute mit Nehemia Kapitel 3. Wir haben gesehen, wie Nehemia sich angeschaut hat, die Mauern von Jerusalem und gesehen hat, was getan werden muss, wie er das Volk Gottes für diese Aufgabe begeistert hat und auch von denjenigen, von den Feinden, die das Ganze verachtet und verspottet haben, sich nicht hat irritieren lassen. Und jetzt sehen wir in Kapitel 3, Vers 1, die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, gemeinschaftlich am Werk. In Vers 1 lesen wir: Und Eljaschib, der hohe Priester, Machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie, und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie und, und bis zum Turm Hananeel. Der erste, der genannt wird, der vorneweg arbeitete, war der Hohe Priester selbst. Ein Typus auf unseren hohen Priester, Jesus Christus, wenn wir das Werk in Angriff nehmen, die Gemeinde zu bauen, wenn wir das Werk in Angriff nehmen, Gottes Werk voranzubringen, dann dürfen wir wissen, der Erste, der mitbaut, der Erste, der uns vorangeht, ist Jesus Christus selbst. Und dahinter steckt natürlich auch, dass diejenigen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, vorne weggehen sollen, Jesus folgen sollen, damit andere sehen können, wie wichtig es ist, Jesus in dieser Arbeit zu folgen. Es wird jetzt im Folgenden die gesamte Mauer Jerusalems beschrieben, vom Norden an und dann gegen den Uhrzeigersinn äh, entlang der Tore und es wird beschrieben, wer dort jeweils gebaut hat. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Das ist ein ganz besonders bemerkenswerter Mann. Wir werden ihn gleich noch genauer kennenlernen. Neben ihnen besserte Meschullam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesa Beels, und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekor aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Selbst wenn die gesamte Gemeinde sich aufmacht, wird es immer ein paar Leute geben, die nicht mitmachen. Wir müssen nicht warten, bis wirklich 100% der Gemeinde mitarbeiten. Wenn die große Masse, wenn, wenn überhaupt jemand mitmachen möchte, dürfen wir immer vorangehen. Und wir dürfen uns niemals davon irritieren lassen, dass Einzelne dann doch nicht mitarbeiten. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meshullam, der Sohn Besodias aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatia aus, der Gibioniter, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibion und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes. Unterstanden, die also in einer direkten Art und Weise von dem persischen Gouverneur, dem Statthalter dort, dem Satrapen verwaltet wurden. Neben ihnen besserte Usil aus, der Sohn Harchaias, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Hier gab es Leute, die eigentlich etwas ganz anderes gelernt hatten. Sie hatten mit Gold zu tun, sie hatten mit Salben zu tun. Eine viel feinere Arbeit als eine Mauer zu bauen. Aber in diesem Werk waren nicht nur die Spezialisten für Mauerbau gefragt. Jeder sollte anpacken, egal ob es jetzt seine, sein Beruf war oder ob er im Mauerbauen nur ein Laie war. Auch in der Gemeinde brauchen wir jeden, egal ob wir Theologie studiert haben oder einen ganz anderen Beruf gelernt haben, jeder wird gebraucht, ansonsten wird die Mauer, die hier das Werk Gottes darstellt, niemals vollendet. Neben ihnen besserte Refaya aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem, also jemand mit großer Verantwortung und äh, hoher Position. Alle sind sie hier an diesem Werk gleich die Niedrigen, wie die Gibioniter, von denen wir in Vers 7 gelesen haben, die eigentlich mehr so eine Art ähm, so eine, eine, eine bediensteten Schicht in der jüdischen Gesellschaft waren, in der israelitischen Gesellschaft waren. Damals, wir erinnern uns an die Geschichte mit den Gibionitern in Josua 9, ähm, die ja eigentlich hätten vernichtet werden sollen, die aufgrund ihrer List dann äh, am Leben gelassen worden sind ähm, und die dann zu Bediensteten gemacht worden sind. Und hier arbeiten also Bedienstete. Und Regierende nebeneinander an der Mauer, das ist wie Gott sich das eigentlich wünscht, dass es keine Klassengesellschaft gibt, keine Klassenunterschiede, sondern dass alle gemeinsam in seiner Gemeinde zusammenarbeiten. Das ist ein hohes Ideal, das wir in unseren Gemeinden auch ähm, umsetzen wollen, dass egal in welcher sozialen Schicht jemand sich befindet, alle gemeinsam am Werk Gottes arbeiten. Neben ihnen besserte Jedaya aus, der Sohn Harumafs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Interessant, dass viele, das werden wir noch sehen, immer wieder gegenüber ihrem Haus gearbeitet haben. Sie haben dort gearbeitet, wo es auch für ihr eigenes Haus wichtig war. Denn so konnten sie sehen, dass die Arbeit am Werk Gottes ihr eigenes Heim beschützt hat. Wenn wir uns in das Werk Gottes so einsetzen, wie Gott es sich wünscht, wird es nicht unsere, unsere eigene Familie beschädigen, sondern bauen und stärken und... Beschützen. Wir sollten uns nicht so überarbeiten, dass wir unsere Familie vernachlässigen, aber eine gesunde Gemeinde ist auch ein Schutz für die Familien, die darin leben. Malchir, der Sohn Harims und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalom aus, der Sohn Halohes, der Oberste des anderen Hallenbezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Auch Frauen waren willkommen dort an dieser Arbeit, egal welche soziale Schicht, welchen Geschlechts, alle durften mitarbeiten im Werk Gottes. Und das ist eine wichtige Lektion für uns heute. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel dazu. 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das war ein ziemlich langer Abschnitt, 500 Meter Mauerabschnitt. Nicht jeder hat offensichtlich den gleichen. Abschnitt gehabt. Manche hatten ähm, Möglichkeiten wenig zu bauen, manche hatten die Möglichkeiten viel zu bauen. Jeder nach seinen Gaben und Talenten. Das heißt, nee, also das heißt also, dass wir zwar alle mitarbeiten, aber dass wir nicht alle die gleiche Aufgabe haben, dass wir nicht alle gleich gemacht werden, dass nicht äh, äh, alle exakt dasselbe machen müssen oder den, denselben Umfang machen müssen. Ähm, Intellekt, äh, Ausbildung, ähm, Geschlecht haben alle ihre Auswirkungen darauf, was wir besonders gut können, äh, welche, welche handwerklichen Fähigkeiten wir verherben. Alles, was Gott uns an Gaben gegeben hat, bestimmt in welchem Umfang, wie und wo wir im Werk Gottes unseren besonderen, äh, einzigartigen Anteil leisten können. Das Mistor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der Oberste über den Bezirk beth kerem Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Schallum aus. Der Sohn Kol Hoses, der oberste des Bezirks Mitzbah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Siloa beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemir aus, der Sohn Asbuchs, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Bethsur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus. Rehum, der Sohn Banis, neben ihm besserte Hasabja aus, der oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk auch die Leviten, die ja für den Tempeldienst notwendig waren und dafür angestellt waren, Dort den Dienst zu verrichten, um alles, was das Heiligtum betraf, zu versehen. Auch sie sollten mitarbeiten. Sie konnten nicht sagen, na, ich habe so viel zu tun in der Lehre des Wortes Gottes, dass ich hier nicht mit anpacken kann. Alle wurden gebraucht. Nach ihm besserten ihre Brüder aus. Bawai, der Sohn Henadats, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Eser, der Sohn Jeshuas, der Oberste von Mitzpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm bestete Baruch, der Sohn Sabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Winkel bis an die Haustür Schiebs des Hohen Priesters. Ich möchte so sein wie dieser Baruch, der nicht einfach nur gearbeitet hat, sondern der mit Eifer gearbeitet hat am Werk des Herrn und hier sehen wir, dass Schieb der Hohe Priester nicht dort gearbeitet hat, wo sein eigenes Haus war, sondern ganz woanders. Dafür haben andere an seinem Haus gearbeitet, so auch das versehen worden ist und jetzt kommt wieder unser Meremot, den wir schon in Fest 4 kennengelernt haben. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Elia bis an das Ende des Hauses Eliachibs von allen, die hier erwähnt werden, ist vielleicht dieser Meremoth einer der interessantesten und bemerkenswertesten. Denn erstmal sehen wir, dass er an zwei Mauerabschnitten gebaut hat, was schon ziemlich außergewöhnlich ist. Und dann heißt es hier, dass er genau dort gearbeitet hat, wo eigentlich das Haus des ähm, hohen Priesters gewesen ist. Und wenn wir ein bisschen studieren, stellen wir fest, dass wir von diesem Hakots... Seinem Vorfahren schon gehört haben, der Hakots war einer von denen gewesen, die wir in Esra Kapitel 2 kennengelernt haben. Ganz kurz, uns ist das beim Lesen vielleicht gar nicht aufgefallen, wir könnten den Vers dann nochmal finden. Der Hakots gehörte zu, einen, also zu denen, die eigentlich wohl vermutlich Priester gewesen sind, aber deren Eintrag im priesterlichen Geschlecht. Im, im, im Geschlechtsregister der Priester nicht gefunden werden konnte und die deswegen als unrein vom Priesteramt ausgeschlossen worden waren, der Meremoth hätte also bei besserer Dokumentation möglicherweise ein Priester sein können. Stattdessen ist er jetzt einfach nur ein Laie, weil die Geschlechtsregister eben das nicht hergaben, dass sein Vorfahrt tatsächlich Priester war. Er hätte eingeschnappt sein können und sagen können: Na ja, dann arbeite ich gar nicht. Im Gegenteil, obwohl er nicht die Aufgabe auf ausführen konnte, die er vielleicht möglicherweise sogar ähm, hätte machen können, hat er nicht nur mitgearbeitet, er hat sogar doppelt so viel mitgearbeitet wie alle anderen und hat interessanterweise gegenüber des Hauses des tatsächlichen hohen Priesters gearbeitet und war nicht eingeschnappt, nicht beleidigt, nicht gesagt, naja, ich hätte etwas anderes verdient gehabt, sondern er hat gearbeitet für die Sache und da können wir so viel von diesem Meremot, dem Sohn des Urias, dem Sohn des Hakos lernen. Ich möchte so sein wie er du auch. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asai aus, der Sohn Maaseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir in jahr 3 sehen wie eine ganze Gemeinde mit den verschiedenen Gaben und Fähigkeiten möglicherweise mit verschiedensten Altersgruppen, mit, äh, verschiedenen, die, mit beiden Geschlechtern, alle sind beteiligt, fast alle. Und sie sind mit Eifer dabei. Einige arbeiten sogar doppelt, um dieses Werk voranzubringen. Und Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir lernen, dass was immer du uns an Gaben und Fähigkeiten geschenkt hast, dass wir gebraucht werden. Und dass wir unseren eigenen mauerabschnitt finden an dem wir arbeiten mit dem was du uns geschenkt hast ähm, ganz egal ob wir hoch oder niedrig ob wir ob der mauerabschnitt lang oder breit ist herr du kennst uns und du weißt wie wir gebraucht werden und dass wir einen einzigartigen beitrag zum werk gottes leisten und ähm, können und herr wir bitten dich dass du eine solche erweckung in unser leben bringst ohne die gemeinde damit das was hier steht auch in unseren gemeinden geschieht und Jesus bald wiederkommen kann. In seinem Namen beten wir. Amen.